Hier einige Tipps zum Gebrauch Ihres Blutdruckmessgerätes BC57 von Beurer. Für die Nutzung benötigen Sie die Health Manager App. Fügen Sie hier in den Einstellungen das BC57 als Gerät zu. Die Grundeinstellungen können direkt nach dem Einlegen der Batterien vorgenommen werden. Haben Sie keine neuen Batterien eingelegt, halten Sie die Start-Stopp-Taste für 5 Sekunden gedrückt, um die Grundeinstellungen vornehmen zu können. Bei aktivierter Bluetooth-Datenübertragung werden die Daten automatisch übertragen. Aktivieren Sie Bluetooth ebenfalls auf Ihrem Smartphone und öffnen Sie die Health Manager App. Die Messung des Blutdrucks kann im Sitzen oder im Liegen erfolgen. Legen Sie die Manschette an der Innenseite des entblößten linken Handgelenks an, sodass die Oberkante des Gerätes ca. 1 cm unter dem Handballen sitzt. Die Manschette muss sich in Herzhöhe befinden. Durch Drücken der Start-Stopp-Taste beginnt die Messung. Die Messergebnisse systolischer Druck, diastolischer Druck und Puls werden angezeigt. Mit der M-Taste speichern Sie das Messergebnis im gewünschten Benutzerspeicher M1 oder M2 ab. Zudem werden die Daten bei aktiver Bluetooth-Verbindung automatisch in die App übertragen. Zum Abrufen der Durchschnittswerte drücken Sie die Taste M. Bestätigen Sie die Auswahl des Nutzers M1 oder M2 durch die Start-Stopp-Taste. Bei weiterem Drücken der Taste M werden die Einzelwerte angezeigt. Beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Blutdruckmessgerät BC57 von Beurer. Bleiben Sie gesund!